Man fragt sich natürlich, ist das wirklich eine Fehlentwicklung? Oder ist das gemacht? Ist das gewollt? Manchmal frage ich mich, ob das wirklich nicht, das kann doch gar nicht sein, dass diese systematische Verblödung eines gerütteten Teils unserer Bevölkerung versehentlich passiert. Ich werde es Ihnen beantworten. Möglicherweise ist dieses Desaster, der Zusammenbruch unseres Bildungssystems, keine Fahrlässigkeit. Vielleicht sogar ein tiefer Sinn dahinter. Sie programmieren dich zum Homo Evolutus und du tust nicht, bald ist dein Organismus ausgeblutet. Bioelektronik fest verschmolzen mit dem Leben, Muskelmasse ersetzt durch nanotechnische Prothesen. Festgesetztes Erbgut in den Gen wird gedreht und geformt, perfekten Baby des Systems. 6 Milliarden Menschen fest vernetzt im Netz der Spinnenmächte, versteckte Botschaften in Zeichen für die obersten Kreise. Während der Geist der meisten den Notstand der Leide wuchsen, den Baum der Verdammnis, ein paar riesengroße Zweige. Den Himmel, den sie dir versprechen, kannst du nicht erreichen. Die Träume, zu denen du neidest, kriegst du nie zu greifen. Sie sind stets damit beschäftigt, diese anzutreiben, und du bist stets damit beschäftigt, diese aufzugreifen. Kapp die Kabel, um dich von der Strahlung loszureißen. Sie leiten deinen Geist direkt hinein ins Totenreich. Deutschland maskiert sich, Deutschland verbiegt sich. Keiner mehr erkennt, was ist Fassade, was ist wirklich. Deutschland maskiert sich, Deutschland verbirgt sich. Hinter einer Maske so, dass du verwirrt bist. Deutschland maskiert sich, Deutschland verbiegt sich. Keiner mehr erkennt, was ist Fassade, was ist wirklich. Deutschland maskiert sich, Deutschland verbiegt sich. So müssen Sie die Situation in unserem Land betrachten. Alles, was Sie für Fehlleistungen von Politikern halten, das sind vielleicht gar keine. Die sind vielleicht immer nützlich für irgendwelche Gruppen der Bevölkerung, nur Sie sind nicht dabei. Sie halten deinen Bildungsstand so niedrig, wie es geht. Messen dich mit Lügen, bis es so schwierig ist zu verstehen. Du landest mit voller Absicht auf diesem Irrweg und supportest Satans Mächte, weil du im Zeichen des Tiers lebst. Hier lebt alles in Luzifers Fängen. Aber nur weil sie auch Gott anerkennen. Inmitten des Pentagramms bewegt sich die blinde Masse. Es steckt ein Schlangenkopf hinter der grinsenden Maske. Die gelenkte Menschheit erreicht bald das Ende der Zeit. Aber kein Engelsgeleit. Dein Geist wird von ihren Händen gespeist. Geleitet vom blendenden Schein in unendliches Leid. Sie schränken dich ein und sagen dir, sie bekämpfen den Feind. Doch drängen dein Kleid in dein Blut und deinem ängstlichen Schweiß. Du brauchst nur dich, der sich aus den Fängen befreit. Erkenne dein Geist und du bist für immer grenzenlos frei. Deutschland maskiert dich, Deutschland verbiegt dich zu einem Trottel, der zerfressen von der Gier ist. Deutschland dressiert dich, manipuliert dich zur stumpfen Maschine mit den Trieben eines Tieres. Deutschland maskiert dich, Deutschland verbiegt dich zu einem Trottel, der zerfressen von der Gier ist. Deutschland maskiert dich, Deutschland verbiegt dich. Deutschland fickt dich, Deutschland frisst dich, Deutschland gibt's nicht, Deutschland stirbt. Überlegen Sie mal einen Augenblick, dann lösen sich die ganzen Widersprüche auf. Die Wut wird noch größer, aber die intellektuelle Verwirrung lässt nach. Und was heißt das? Dass Sie einen soliden Stamm von Idioten heranzüchten. Warum? Na, weil der Pöbel soll doch nicht nachdenken, zögern und vergleichen. Er soll den erstbesten Dreck kaufen, der angeboten wird in der Werbepause. Wenn, dann nicht jetzt. Nehmen Sie die Verantwortung an, sagen, wir müssen einen Wechsel versuchen. Nach uns die Sintflut stimmt nämlich gar nicht. Sie ist schon da. Wir sind die Sintflut. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen noch. Was ist das denn? Deutschland verbiegt sich. Masquerade. Neu und überall. 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 La la la. Great you. So I live my. So I Deep in fact, never. Keiner sieht sein Verderben, Zug um Zug auf dem Schachbrett. Satanischen Ritus, der jeden Bauern die Kraft nimmt. Kommst du wach, nennst es gegaukelt, du lebst in ihrer Traumwelt. Die Schaufel, die dein Grab gräbt, ohne dass es dir auffällt. Wie ein fertiger Showjunk bist du.
bisher nur getaumelt. Wirf alles von dir, sonst gibt es bald nichts mehr, was sie noch aufhält. Freiheit heißt für dich, du brauchst Geld. Löse dich von den Gedanken, die sie anpflanzen in deine Grauzellen. Es dauert nicht mehr lang, bis es keiner mehr aushält. Jeder dritte Amoklos und jeden zweiten aus der Welt fällt. Hält sie Daumen nach oben, denn du trägst Daumenschellen. Bist immer positiv gestimmt, weil die Röhre dich stetig bei Laune hält. Mir ist egal, ob du meine Verweigerung faul nennst. Ich mach mir keinen faulen Lenz, da mein Gehirn pausenlos denkt. Jetzt reflektier dich selbst, du kleiner Maulheld. Was sich als wahr ausstellt, wird hart, da du kaum in weichen Schaum fällst. Du schlägst auf dem spitzen grauen Feld. Jetzt erzähl mir doch mal was von dem arroganten, schlauen Dreck. Dein Traum zerschellt und du ertrinkst im eisigen Wasser. Doch du triffst nicht den heiligen Erschaffer, du Bastard! Yeah! Willkommen im Moloch! Satan regiert dich! Deine Saat seid ihr! Weil ihr im Zeichen des Tiers lebt! Der Moloch! Ja, es gibt ihn wirklich! Es gibt keinen Komm, weil er auf dich fokussiert ist! Willkommen im Moloch! Satan regiert dich! Deine Saat seid ihr! Weil ihr im Zeichen des Tiers lebt! Der Moloch! Ja, es gibt ihn wirklich! Es gibt keinen Komm, weil er auf dich fokussiert ist! Satan ist dein Vater, er zieht dich, indem er dein Hirn kriecht! Nach seinen Vorstellungen programmiert und so sein Plan verwirklicht! Alle Menschen zu knechten, ohne dass sie es im Ansatz checken! Seine Propaganda veranlasst dich trotz ständiger Angst zu lächeln. Du verlässt anderen das Denken, denn ihm mangelt es an Verständnis. Letztendlich dreht sich alles um das Erlangen von Erkenntnis. Was dich bremst, Bitches, alles zu hinterfragen. Der Moloch lässt dich Holzkopf tätig sein, Mist aus Baden. Du frisst es Jahre zwischen all den nichtsahenden Sklaven. Verrichtest seine Arbeit, bis irgendwann deine Knochen versagen. Wie lange kannst du das noch ertragen? Wofür du ein ganzes Leben lang schuftest, sind seine Opfergaben. Für die Maschinerie bist du bloß ein rostiges Zahnrad. Jederzeit austauschbar durch irgendjemand anders, der keinen Plan hat. Doch die macht das gar nichts, du machst weiter bis zum Grabmal. Bist dankbar für die Arbeit, da sie dein Leben erst einen Rahmen gab. Willkommen im Moloch! Satan regiert dich! Deine Saat seid ihr! Weil ihr im Zeichen des Tiers lebt! Der Moloch! Ja, es gibt ihn wirklich! Es gibt keinen Komm, weil er auf dich fokussiert ist! Willkommen im Moloch! Satan regiert dich! Deine Saat seid ihr! Weil ihr im Zeichen des Tiers lebt! Der Moloch! Ja, es gibt ihn wirklich! Es gibt keinen Komm, weil er auf dich fokussiert ist! Lucifer, I command thee to come forth! Come forth! And bestow these blessings of hell upon us. Hail Satan! Hail Satan! Ich fahr den Film ab, in unzweideutig klaren Bildern. Ich schreib keinen Scheiß, um mich krasser erscheinen zu lassen. Und verlasse daraufhin die Erde in einer Untertasse. Untertasse. Sie wollen uns mundtot machen, aber ermorden sorgt für die wahren Stoffe, die jeden Schläfer munter machen. Ihr seid nur Unterrassen. Wie Agirre plane ich die reine Spezies und end allein mit 100 Affen. Wir sind die Wunderwaffe. Unsere Bastard schlagen die Stäbe des Käfigs, die dich halten, als wären sie Zuckerwatte. Du schwimmst im Fluss der Masse und schaffst es nicht, gegen ihn anzukommen, trotz deiner enormen Muskelmasse. Wenn ich will, atme ich unter Wasser und laufe bis zum Quell des Baches direkt zu unserem Erschaffer. Und er versucht mir etwas bewusst zu machen. Die Gruft der Schatten ist immer die Flucht der Schwachen. Die Wahrheit ist breit gefächert und lässt sich mühsam lesen. Sie sitzt auch in den Menschen, die in einer Lüge leben. Die Weisheit der Klimm ist nicht ein Hügel betreten. Sie ist ein Gletscher, stets bewacht von mystischen Wesen, die bereit sind, jedem Engel die Flügel zu nehmen und dich fallen lassen in den trüben See. Man kann das übel sehen, keiner wird es überleben. Das ist keine dieser üblichen Thesen. Ich bin persönlich dem Entsetzen begegnet in einer prächtigen Gegend. Es sagte, folge dem rettenden Häschen. Während die meisten sich im großen Netz verweben und den Weg der Schwäche wählen, beginnt die Spinne über Bett zu schweben. Sie hängt an kräftigen Fäden, verspinnt zerbrechliche Seelen und formt sie zu besessenen Wesen. Zerfressen vom
lebe elend, akzeptieren sie die festen Regeln. Fahren die Straße der Sonne trotz ihrer mächtigen Schäden. Ich spuckte meinen Wortfluss in die Luft. Und es hat in allen Städten gleichzeitig Zecken geregnet. Du glaubst, der tiefen Rausch der Droge entfesselt die Rätsel. Doch es ist nichts als ein ärmliches Oberflächengekrebse. Du wärst bewusster, wenn nicht dein Interesse fehlte. Stattdessen die Ablenkung schluckt, die man ihm vor die Fresse hielt. Hier jetzt frisst das, das sind Sätze des Lebens. Sätze des Sehens, Sätze zum Verstehen. Die Wahrheit ist breit gefächert und lässt sich mühsam lesen. Sie sitzt auch in den Menschen, die in einer Lüge leben. Die Weisheit der Klimm ist nicht ein Hügel betreten. Sie ist ein Gletscher, stets bewacht von mystischen Wesen, die bereit sind, jedem Engel die Flügel zu nehmen und dich fallen lassen in den trüben See. Man kann das Übel sehen, keiner wird es überleben. Das ist keine dieser üblichen Thesen. Die Wahrheit ist breit gefächert und lässt sich mühsam lesen. Sie sitzt auch in den Menschen, die in einer Lüge leben. Die Weisheit der Klimm ist nicht ein Hügel betreten. Sie ist ein Gletscher, stets bewacht von mystischen Wesen, die bereit sind, jedem Engel die Flügel zu nehmen und dich fallen lassen in den trüben See. Man kann das Übel sehen, keiner wird es überleben. Das ist keine dieser üblichen Thesen.